Wir alle treffen jeden Tag Entscheidungen. Manche davon sind wichtiger als andere. Aber je wichtiger und weitreichender diese Entscheidungen sind, desto sorgfältiger sollten sie gefällt werden. Und wenn eine Entscheidung viele Leute betrifft, dann müssen auch viele Leute diese Entscheidung gemeinsam fällen. Wir nennen das Wählen. Jeder hat eine Stimme, alle Stimmen zählen gleich viel und jeder ist in seiner Wahl unabhängig. Und am Ende? Am Ende gewinnt die Option mit den meisten Stimmen, ist doch ganz klar, oder? Nur leider führen unsere Wahlen immer wieder zu Ergebnissen, die nicht die Meinung der Gruppe widerspiegeln. Das hat mit unseren Wahlsystemen zu tun, aber auch mit dem Konzept der Wahl an sich. Was aber wäre, wenn es ein besseres System gäbe? Eine Möglichkeit, live mit allen anderen wortlos zu diskutieren und die beste Option für die Gruppe zu finden. Wie das funktionieren kann und ob wir Menschen dazu überhaupt in der Lage wären, darum geht es heute bei Dr. Watson. We are the most intelligent species on this planet, but sometimes make decisions that have the power to actually destroy our habitat or our livelihood. Those are things that are not solved by individual talent, it's collective talent. A swarm of humans should be able to solve problems that we can't even conceive. We should be able to form a true superintelligence. Dr. Louis Rosenberg ist Unternehmer, Erfinder, Autor und ganz nebenbei der Meinung, dass Wahlen, wie wir sie kennen, primitiv sind. So uncivilized. Er ist der CEO von Anonymous AI, einem Softwareunternehmen, das sowohl Schwarmintelligenz aus dem Tierreich als auch künstliche Intelligenz nutzen will, um uns Menschen intelligenter zu machen. Eine ziemlich gewagte Aussage und ein ambitioniertes Ziel. Um zu verstehen, wie Rosenberg zu dieser Ansicht kommt, müssen wir uns zunächst einmal die Ursprünge der Schwarmintelligenz ansehen. Wenn sich einzelne Tiere, wie zum Beispiel Ameisen, Bienen oder Fische, zu einem Schwarm zusammentun, dann entwickeln sie gemeinsam neue Fähigkeiten, die sie alleine nicht hätten. Die Individuen bilden gemeinsam eine Schwarmintelligenz. Nehmen wir zum Beispiel Vögel wie den Star. Auch wenn ein einzelner Star bereits sehr wendig und schnell ist, hätte er gegen mehrere Falken alleine keine Chance. Doch im Schwarm gelingt es ihnen, die Raubvögel zu verwirren und so zu überleben. Das nennt man auch emergentes Verhalten. Die Gruppe entwickelt Fähigkeiten, die die Individuen nicht haben. Ein gemeinsames Fluchtverhalten lässt sich auch bei Fischen wie zum Beispiel dem Hering erkennen. Dabei orientiert sich jeder Fisch immer zu seinen Artgenossen hin und von seinen Feinden weg. So bleiben die Individuen in einer Gruppe zusammen und bewegen sich wie eine Einheit durch das Wasser. Die Form, die dabei automatisch entsteht, gleicht annähernd einer Kugel, also dem Körper mit der kleinstmöglichen Oberfläche. Das Faszinierende daran, jedes Individuum befolgt dabei nur ganz wenige, ganz einfache Regeln. Es gibt keine Regel, die besagt, formt eine Kugel. Nein, vielmehr führen Regeln wie, bleib nah bei anderen Fischen und halte dich von Feinden fern, ganz natürlich zu dieser effizientesten Form. Falls ihr noch mehr über diese faszinierenden Mechanismen der Schwarmintelligenz lernen wollt, dann kann ich euch übrigens sehr in dieses Video hier ans Herz legen. Da habe ich für die Max-Planck-Gesellschaft mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler über das Thema Schwarmintelligenz einmal im Tierreich und über schwarmintelligentes Verhalten von uns Menschen im Internet gesprochen. Schaut da gerne mal rein, denn dann kriegt ihr für dieses Video hier noch ein besseres Verständnis. Okay, aber wie helfen uns jetzt Fische und Vögel dabei, unsere Entscheidungsfindung weniger primitiv erscheinen zu lassen, wie Rosenberg sagt? Generell dient Schwarmintelligenz der Forschung schon lange als Vorbild für Problemlösungen in den verschiedensten Themengebieten. Einer der Bereiche, der sich immer wieder etwas vom intuitiven Verhalten der Tiere abguckt, ist die Robotik und damit zusammenhängend auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Seit den späten 80ern ist Schwarmintelligenz ein eigener Zweig der Forschung an künstlicher Intelligenz. Und bei dieser Forschung sind über die Jahre ein paar erstaunliche Ansätze entstanden. Ein Ansatz ist beispielsweise, das Schwarmverhalten von Vögeln und Fischen zu nutzen. Ein Schwarm Drohnen könnte zum Beispiel durch Schwarmintelligenz Daten über ein schwer begehbares Gebiet sammeln, ohne dass jede Drohne einzeln gesteuert oder aufwendig programmiert werden müsste. Und das durch simple Befehle wie, fliege auf ein bestimmtes Ziel zu, richte deinen Kurs immer am Durchschnitt der anderen Drohnen aus oder weiche Objekten aus, die deine Flugbahn kreuzen. Genauso wie ein Schwarm eben. Ein weiteres Beispiel ist der Ameisenalgorithmus oder auch Ant Colony Optimization. Dieser Algorithmus orientiert sich an Ameisenkolonien, beziehungsweise genauer gesagt an der Art und Weise, wie Ameisen auf Nahrungssuche gehen. Dabei schwärmen einzelne Ameisen aus und hinterlassen eine Duftspur, bestehend aus Pheromonen, die für die anderen Artgenossen deutlich zu erkennen sind. Ameisen bevorzugen dabei die Spur mit der höchsten Pheromonkonzentration.
Wenn also eine Route schnell vom Bau zur Futterquelle führt, dann laufen die Ameisen häufiger zwischen diesen beiden Punkten hin und her und die Pheromonkonzentration steigt schneller an als auf einer längeren Route. Und das führt dann automatisch dazu, dass alle Ameisen der Kolonie mit der Zeit den effizientesten Weg zum Futter folgen werden. Ziemlich smart. Dieser Ameisenalgorithmus wird verwendet, um bei Problemen mit einer Vielzahl an Lösungswegen den effizientesten auszuwählen. Das funktioniert, indem quasi digitale Ameisen verschiedene Lösungswege durcharbeiten und die effizientesten Lösungen mit einer eigenen Pheromonspur belohnen. Mithilfe dieses Prinzips arbeitet man bereits seit einigen Jahren zum Beispiel an einer effizienteren Erkennung von Lungenkrebs auf CT-Bildern. So faszinierend diese Beispiele auch klingen, wird Schwarmintelligenz in den letzten Jahren hauptsächlich dafür eingesetzt, Computer intelligenter zu machen. Unter anderem das sieht Professor Thomas Malone von der Sloan School of Management des MIT als problematisch an. Seiner Meinung nach wird zu viel Zeit damit verbracht, über Menschen oder Computer nachzudenken und zu wenig darüber, wie beide zusammenarbeiten können. Er selbst forscht an Möglichkeiten, Menschen von überall auf der Welt gemeinsam an Problemen arbeiten zu lassen. Und das durch künstliche Intelligenz. Die daraus entstehenden Superminds würden seiner Meinung nach unseren Blick auf die Welt komplett verändern. KI und Menschen hätten die Fähigkeit, durch ihre gemeinsamen Stärken komplexe Probleme zu lösen und es wäre normal, KI als Teammitglied anzusehen, nicht als bloßes Werkzeug. Und auch Dr. Rosenberg vertritt diese Ansicht. Die von Anonymous AI entwickelte Software namens Swarm ermöglicht es Menschen von überall auf der Welt, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Inspiriert wurde das Programm vom Schwarmverhalten der Honigbiene. Jedes Jahr sendet eine Bienenkolonie nämlich Kundschafter aus, um einen geeigneten Platz für den neuen Bienenstock zu suchen. Nachdem die einzelnen Bienen ein riesiges Areal abgeflogen haben, kehren sie alle zum Rest der Kolonie zurück. Dort angekommen, passiert etwas total Absurdes. Zwischen 400 und 600 Bienen nehmen gemeinsam an einer Art Wackeltanz teil, bei dem darüber diskutiert wird, welche Stelle für den Bau des neuen Bienenstocks am geeignetsten ist. Dabei beschreiben die Bienen die verschiedenen Möglichkeiten durch die Richtung, in die sie wackeln und die Länge der einzelnen Bewegungen. Und so sammelt jeder Vorschlag so lange Zustimmung, bis am Ende der von allen bevorzugte Ort ausgewählt wird. Diese Entscheidung hätte keine der Bienen, egal wie viel Erfahrung sie auch haben mag, alleine treffen können. Und das Erstaunliche ist, dass die Bienen angeblich in 80% der Fälle den optimalen Platz für den Bau des neuen Bienenstocks finden. Nach welchen Kriterien die Forscher allerdings entschieden haben, was optimal ist, ist nicht ganz klar, aber ist trotzdem sehr faszinierend. Aber wählen wir Menschen nicht auf dieselbe Art und Weise wie die Bienen? Wir wägen zwischen den vorhandenen Informationen ab, entscheiden uns für das, was uns am sinnvollsten erscheint und am Ende gewinnt die Lösung mit den meisten Stimmen. Rosenberg sieht das jedoch nicht so. Während wir bei klassischen Wahlen im Vorfeld eine Entscheidung treffen und sie anonym oder zur selben Zeit den anderen mitteilen, treffen die Bienen ihre Entscheidung in Echtzeit und vor allem im Kollektiv und nicht als Individuum. Seiner Meinung nach polarisieren Umfragen und Abstimmungen zu sehr, ohne wirklich Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmern zu finden. Anstelle eines offenen Austauschs verschanzt man sich in Vorhersagen und erschwert es so, die optimale Lösung für die Gruppe zu finden. Und tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass Menschen immer wieder taktisch wählen, also mit anderen Worten nicht die Partei wählen, die sie eigentlich am liebsten unterstützen würden. Man denkt also darüber nach, was die anderen wählen und was das kleinste Übel ist. Das hat allerdings auch viel mit unserem Wahlsystem zu tun. Aber trotzdem. Swarm soll nun dabei helfen, Entscheidungen nicht mehr von einem Haufen Einzelpersonen treffen zu lassen und sie stattdessen mehr in den Fokus der Gruppe zu rücken. Das Programm funktioniert als Online-Plattform, auf der man sich anmelden und dann im Schwarm Fragen beantworten kann. Das funktioniert jedoch nicht, indem man seine Stimme abgibt, sondern über eine Art wortlose Echtzeitdebatte, bei der jedem Mitglied die Meinung der anderen zu jedem Zeitpunkt mitgeteilt wird. Und das funktioniert so. Jedes Team bekommt einen Puck in die Mitte des Bildschirms, der von den verschiedenen Lösungsansätzen, um die es geht, umringt ist. Jede Person besitzt einen Magneten, mit dem sie den Puck nun gleichzeitig mit den anderen in die Richtung ihrer Wahl ziehen kann. Eine KI berechnet dann anhand der mehr oder weniger starken Bewegungen der Magneten, wie sich der Puck insgesamt bewegt. Das Ganze soll nun dadurch funktionieren, dass sich die Meinungen der Einzelnen durchgehend ändern und je nach Bewegung des Pucks an die Tendenzen der Gruppe anpassen. Sollte sich keine gemeinsame Basis finden, dann wird die Gruppe auch keine Fortschritte machen. Es ist also essentiell, dass jeder Teilnehmer bereit ist, mit sich verhandeln zu lassen, bis sich die Gruppe auf eine Lösung geeinigt hat. Und tatsächlich hat das System bereits erstaunlich gut funktioniert. 2016 wurde in einer Studie der Oxford University getestet, wie gut ein Schwarm echte von gefakten Lächeln unterscheiden kann.
Dabei wurden erst alle Teilnehmer einzeln befragt und mussten dann gemeinsam als Schwarm entscheiden. Das Ergebnis? Durch die Zusammenarbeit als Schwarm wurde die Fehlerquote in mehreren Versuchen im Schnitt um 46% gesenkt. Und Swarm kann auch als Anlageberater fungieren. 2017 fragte Jeff Bezos auf Twitter, wo er sein Vermögen sinnvoll einsetzen könne. Das Team um Swarm machte sich sofort daran, die Twitter-Antworten auszuwerten und zunächst auf die 6 meistgenannten Optionen zu reduzieren. Dann wurde Swarm eingesetzt, um zwischen diesen 6 Möglichkeiten zu entscheiden. Und heraus kam der freie Zugang zu sauberem Trinkwasser. Meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit, sein Geld einzusetzen. Es scheint jedoch leider bis heute nicht so, als hätte Bezos diese Empfehlung auch umgesetzt. Trotzdem zeigt sich, wie solche Schwarmplattformen an passender Stelle eingesetzt werden könnten, um Gutes zu tun. Die Art und Weise, wie Swarm Gruppenentscheidungen fällen lässt, ist super interessant. Den Vorteil gegenüber klassischen Abstimmungen macht Anonymous AI an einem relativ simplen Beispiel fest. Der Frage, was essen wir heute zu Mittag? Mal angenommen, 5 Menschen müssen sich zwischen Indisch, Chinesisch, Mexikanisch oder Italienisch entscheiden. Und es würde eine einfache Abstimmung geben. Indisches Essen würde 2 Stimmen erhalten und alle anderen Optionen jeweils 1. Was bei dieser Abstimmung jedoch nicht berücksichtigt wird, ist, ob jemand gar kein indisches Essen mag oder vielleicht sogar allergisch ist. Mithilfe von Swarm würden die einzelnen Teilnehmer in Echtzeit über die Entscheidung nachdenken und so ihre Meinung anpassen. Sieht ein Teilnehmer zum Beispiel, dass er der Einzige ist, der für chinesisches Essen stimmt, könnte er stattdessen auf ein anderes Gericht wechseln, das ihm aber eher schmecken würde als indisch. Für Louis Rosenberg ist das Ziel dieser Entwicklungen, dass wir Menschen gemeinsam bessere Entscheidungen treffen. Seiner Meinung nach könnte ein System wie Swarm in Zukunft dafür sorgen, dass Probleme wie der Klimawandel gemeinsam angegangen und optimal gelöst werden könnten. Und klar, wenn man das Ganze in der Theorie weiterdenkt, dann müsste man sich ja nicht auf Entscheidungen zum Mittagessen beschränken. Was wäre, wenn in Zukunft politische Wahlen in Echtzeit zwischen allen Wahlberechtigten stattfinden und so ein aktiver Austausch über die Regierung unseres Landes entscheidet, anstatt eine im Vorfeld festgelegte Stimme? Aber klar, auch wenn das Ganze auf den ersten Blick faszinierend klingt, ist es leider in der Realität nicht wirklich umsetzbar. Zumindest nicht bei nationalen Wahlen. Damit ein System wie Swarm nämlich funktionieren kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Zentrale Grundlage der schwarmintelligenten Abstimmung ist, dass sie in Echtzeit stattfindet. Das bedeutet, alle Teilnehmer müssen zur selben Zeit eingeloggt sein, um gemeinsam entscheiden zu können. Rosenberg selbst sagt, dass diese Grundlage enorm wichtig ist, um das Schwarmprinzip nicht zu einem Herdenprinzip werden zu lassen. Während im Schwarm alle Individuen gleichzeitig beraten und es keine Rangfolge gibt, basiert der Herdentrieb darauf, dass ein Individuum eine Meinung oder Ansicht oder Richtung vorgibt, den sich dann nach und nach die Herde anschließt. Dieses Verhalten lässt sich übrigens seiner Meinung nach auch auf sozialen Netzwerken beobachten. So haben die Anzahl der Likes oder Upvotes auf einem Bild oder einem Text direkten Einfluss darauf, wie ich einem Inhalt gegenüberstehe. Die bereits feststehenden Ansichten der anderen beeinflussen also automatisch auch meine eigene Meinung. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Eine weitere und wahrscheinlich die am schwierigsten zu erreichende Voraussetzung ist, dass jedes Individuum seine eigenen Motive denen der Gruppe unterordnen muss. Heißt so viel wie, jeder muss zuallererst am Wohle der Gruppe interessiert sein, um damit automatisch das Wohl aller zu steigern. Das bedeutet, dass wir alle persönlichen Prinzipien, alle religiösen Regeln und alle emotionalen Grenzen ablegen und völlig offen für die Ideen, Vorschläge und Ansichten der anderen sein müssten. Das gesamte Prinzip der Schwarmintelligenz basiert darauf, dass der Ausgang einer Entscheidung im ersten Moment der Gruppe und danach erst im zweiten Schritt mir als Individuum hilft. Dieses Verständnis und die Bereitschaft, sich selbst zum Wohle der Allgemeinheit zurückzunehmen, mag zwar in einer kleinen Gruppe machbar sein, wird aber bei Entscheidungen mit zunehmenden globalen und finanziellen Auswirkungen immer unmöglicher. Wir sind eben keine Bienen und wir sind wesentlich mehr Individuen. Schwarmintelligenz funktioniert nur bis zu einer bestimmten Gruppengröße. Denn das, was danach kommt, darf auch nicht vernachlässigt werden. Die Entscheidung muss von allen Teilnehmern mitgetragen werden. Ziel ist es nämlich, nicht die Entscheidung mit den meisten Einzelstimmen zu fällen, sondern die Entscheidung, die alle Individuen gemeinsam als ein Schwarm getroffen haben und auch gemeinsam ausleben werden. So würde in der Theorie die Existenz der Opposition, eines zentralen Werkzeugs unserer Demokratie, entfallen. Jeder wäre mit der Entscheidung einverstanden, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100% seine ursprüngliche Meinung widerspiegelt.
Man sieht also, um schwarmintelligente Wahlen realistisch einsetzen zu können, müsste sich noch eine Menge tun. Vom Ausbau der Infrastruktur, über die Art und Weise, wie gewählt wird, bis hin zu unserem Grundverständnis von Gemeinschaft. Aber wie sieht's denn im kleineren Rahmen aus? Dr. Jason Duranik ist technischer Leiter bei Axiom Technologies, einem Unternehmen für autonome Flugroboter. Er hat versucht, durch seine Arbeit an schwarmintelligenten Robotern die Arbeit seines Teams und die Entscheidungsfindung zu optimieren. Dabei sind ihm drei Prinzipien aufgefallen, die sowohl auf die Programmierung von Schwarmrobotern als auch auf die Leitung eines Teams angewandt werden können. Das erste und zentrale Prinzip ist die organisatorische Ausrichtung. Das bedeutet, wie stehen die einzelnen Teammitglieder zum Unternehmen und wie bezieht das Unternehmen wiederum seine einzelnen Teammitglieder mit ein? Ähnlich wie ich es eben schon beschrieben habe, besteht auch hier der Wunsch, dass jeder Einzelne den Erfolg der Gruppe als Ziel hat. Voraussetzung dafür ist wiederum natürlich, dass die Ziele der Gruppe so gewählt sind, dass sich jeder in irgendeiner Form in ihnen vertreten sieht. Das erhöht die Motivation und verhindert die Bildung einzelner Interessengruppen innerhalb eines Teams. Trotzdem ist es darüber hinaus essentiell, dass der Einzelne in der Gruppe weiterhin gesehen und die Arbeit der Teammitglieder gewürdigt und belohnt wird. Lob und Anerkennung der Einzelnen sollte also zentraler Bestandteil der Kommunikation bleiben. Das ist nämlich das zweite Prinzip, das sich aus der Robotik anwenden lässt. Hier bezieht sich Duranik auf die Kommunikation innerhalb eines Schwarms von Drohnen, die beispielsweise ein schwer zugängliches Gelände erkunden. Durch die dezentrale Kommunikation der Roboter ist kein menschlicher Operator notwendig und die Teile des Schwarms können auch in abgeschiedenen Gebieten miteinander kommunizieren. Sollte es dann notwendig werden, Informationen an die Leitstelle zu übertragen, dann gibt es sogenannte Gateway-Roboter, die diese Informationen zusammengefasst weiterleiten können. In einem Unternehmen kann man sich die Frage stellen, wie lange es reicht, dass sich Teammitglieder untereinander besprechen und ab wann es notwendig ist, dass ein Gateway-Arbeiter quasi Infos an eine höhere Stelle weiterleitet. So könnte Kommunikation effektiver und das Verantwortungsbewusstsein innerhalb des Teams gestärkt werden, da Probleme zunächst intern angegangen werden. Das dritte Prinzip ist die Robustheit eines Teams. Die Robustheit eines Schwarms zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass jedes Individuum zwar eine bestimmte Aufgabe hat, diese aber durch einen anderen Teil des Schwarms erledigt werden kann. Das klingt jetzt im ersten Moment ziemlich hart, meint aber auf keinen Fall, dass jeder einfach so ersetzbar sei. Nur durch das Zusammenspiel aller Einzelpersonen funktioniert schließlich das Team. Doch sollte ein Teil des Teams übergangsweise nicht einsatzfähig sein, dann kann das Fehlen durch den Rest des Teams im Optimalfall kompensiert werden. Die Robustheit eines Teams entsteht dabei natürlich auch zu einem großen Teil durch die ersten beiden Punkte, die richtige Motivation und die Kommunikation untereinander. Alle Punkte zusammen können dann dafür sorgen, dass ein Team in der Lage ist, effizienter zu arbeiten. Dazu stärkt es den Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mittel- oder sogar langfristig zu Schwarmwahlen kommen wird. Dafür bräuchten wir ein blindes Vertrauen gegenüber fremden Menschen, das wir einfach nicht haben. Aber ich glaube, dass wir Schwarmintelligenz trotzdem sinnvoll in kleineren Teams einsetzen können. Ob im Büro, im Sportverein, in der Familie, das ist ja erstmal egal. Im Grunde genommen kann jede Gruppe von Menschen zu einer Schwarmintelligenz werden. Auch im Internet. Darum geht's in meinem Video auf dem Kanal der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn ihr da klickt, dann kommt ihr dahin. Da geht's darum, wie wir in sozialen Netzwerken zu Schwarmintelligenz oder auch zu Schwarmdummheit werden können. Abonniert also gerne den Kanal, wenn ihr schon da seid, denn Mr. Wissen2Go und ich laden dort regelmäßig Videos hoch, bei denen es um die Forschungen von den Max-Planck-Instituten geht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, euer Cedric.